Also ich kann natürlich auch nur grobe Theorien äußern. Das erste ist, dass diese Maskendiskussion ja von Anfang an ein Politikum war. Es war sozusagen das Zeichen, dass es keine Pandemie gibt, weil wir müssen ja nicht wie die blöden Asiaten eine Maske tragen. Das haben wir hier nicht nötig. Das hat die Weltgesundheitsorganisation gesagt, das hat Herr Spahn gesagt, das haben alle gesagt. Wenn man ein bisschen nachgedacht hat, schon nach einiger Zeit, konnte man denken, selbst wenn nur ein paar Prozent Ansteckung vermindert werden, machen Masken in jedem Fall Sinn, weil sie Ansteckung reduzieren. Also es war ein Politikum. Das Zweite ist, fürchte ich, ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege, dass das Ganze ganz massiv mit Rassismus zu tun hat. Und ich will mich da selber gar nicht freisprechen von. Also in den Zeiten, in denen man noch mehr geflogen ist oder viel mit der Bahn unterwegs war, gab es ja immer asiatische Reisegruppen, also sei es nun aus China oder Japan oder Korea. Und die haben ja ganz, ganz oft Masken getragen. Und es war immer so, also ich selber bin nicht ganz frei davon, hatte immer das Gefühl, warum tragen die Masken? Was soll das? Es sieht doch irgendwie ein bisschen lächerlich aus. Und ich glaube, wenn du das ein paar Etagen hochkochst, heißt das so viel wie diese Pandemie, die da drüben in Asien hatten, diesen Scheiß, dass die da Masken tragen müssen und diesem ganzen Kram, das haben wir nicht nötig, das brauchen wir nicht. Und ich laufe doch nicht wie so ein dummer Asiate rum. Also ich glaube, dass diese Haltung unter anderem mit der Ablehnung von Masken zu tun hat, ja. Und das ist letztlich rassistisch.